Angenommen, ich möchte reinkommen. Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich sein? Und was erwartet mich da? Also auf jeden Fall ohne Murren die nötigen Schulterklappen sammeln. Die Schulterklappen sammelt man durch One-Nighter oder Two-Nighter. Ein One-Nighter ist, wenn sie eine Nacht im Büro schlafen. Ein Two-Nighter ist, wenn sie zwei Nächte im Büro schlafen bzw. durcharbeiten. Wenn sie das dann genug gemacht haben, dann kommt irgendwann schon jemand auf die Idee, sie mit größeren Aufgaben zu betrauen. Aber nur dann, wenn sie nicht den kleinsten Anschein des Zweifels erwecken oder auch nur andeutungsweise formulieren, dass es vielleicht ein paar Sachen gibt, die man anders machen könnte, schrägstrich sollte. Politische Äußerungen bloß nicht. Und bedingungslose Loyalität gegenüber der Organisation. Sie müssen bereit sein, ihr Leben aufzugeben, letzten Endes. Wie läuft so ein Two-Nighter ab? Naja, da kommt Ihr Chef zu Ihnen und sagt, pass mal auf, ich habe hier was auf den Tisch gekriegt, wir müssen übermorgen bei Firma XYZ ein Konzept präsentieren, mit welcher Finanzierung die 10% ihrer Aktien zurückkaufen können und eine Einschätzung, wie das auf dem Markt wirkt und so weiter und so weiter. Tut mir leid, ich weiß, du hast heute Geburtstag und wolltest heute Abend mit deiner Freundin essen gehen, aber ich habe keine Ahnung, wem ich das sonst geben kann. Dann ist er am Sack. Dann setzt er sich hin und macht seine PowerPoints. Und nachts um zwei schläft er dann am Schreibtisch ein und um fünf wird er von der Putzfrau geweckt. Und dann geht's weiter. Nicht hinterfragen, ob das Sinn macht, dass das Unternehmen diese Aktien zurückkauft. Ganz blöde Idee. Es ist letzten Endes wie bei der Armee. Also ich habe nochmal mit dem Anwalt gesprochen und so wie er das einschätzt, dürfte es eigentlich so lange kein Problem sein, solange keine Namen genannt werden oder Geschäftsgeheimnisse. Also wenn weder Persönlichkeitsrechte noch Datenschutz verletzt werden. Also ich würde vorschlagen, dass Sie nochmal mit dem Anwalt Rücksprache halten, auch was die Arbeitsverträge betrifft, die Klauseln, die dort enthalten sind.
so dass wir da auf der sicheren Seite sind. Da hinten das Gebäude mit der runden, mit dem runden Turm obendrauf, wo man noch, wenn man sich das ein bisschen visualisiert, man sieht diese weiße Scheibe oben unterhalb der beiden Fensterreihen, wenn man sich das visualisiert, das war mal das Logo der Citibank. Das war die Zentrale der Citibank. Dann war Merrill Lynch drin, auf 20 Etagen, dann irgendwann Bloomberg. Und heute ist die Bank of Communication aus China da drin und ich glaube sonst nicht viel. Ja, dann haben wir hier, kann man sehr schön den Sprung der Commerzbank sehen. Dieses Gebäude mit dem grünen Dach ist meines Wissens das ursprüngliche Gebäude gewesen von der Commerzbank in Frankfurt. Dann kam der erste Turm, den sieht man da in diesem dunkelbraun zwischen den beiden, zwischen dem Japan Tower und dem Taunusturm, dieses Stück. Und direkt dahinter thront dann das neue und aktuelle Gebäude der Commerzbank, wo man eine Antenne drauf gesetzt hat, damit es höher ist als das von der Deutschen Bank. Das sieht mir aus, als hätte das der Trading Floor sein sollen. Das sind die Server Racks. Das ist halt sehr schön. Wenn das ein Trading Floor werden sollte, was ich glaube, dann ist das ein wirklich kleiner. Also ein idealer Trading Floor hat überhaupt keine Wände. Und möglichst auch nicht solche Säulen. Sondern ist einfach wie ein Fußballfeld durchgehend ohne jede Begrenzung. Früher war man noch mehr auf mündliche Kommunikation angewiesen. Da musste man sich zurufen und deswegen war das wichtig. Dann sind die Leute halt von den Tischen aufgestanden und dann konnte man sich sehen auf 20 oder 25 Meter mit Handzeichen oder mit Rufen irgendwelche Sachen klären. Das ist heute alles. Heute gibt es halt so kleine Chatrooms, in denen man sich dann unterhalten kann. Da muss man nicht mehr rumbrüllen. Die Trading Floors von den ganz großen Banken, also ich glaube, der größte ist in Greenwich von der UBS zumindest gewesen. Die haben, glaube ich, 1000 Positionen. Also da sitzen 1000 Leute auf einer Fläche. Weiß nicht, was hier reingeht. 100, 150 vielleicht. Wenn überhaupt. Das ist so ein bisschen wie das Allerheiligste oder so. Ja, da kommst du halt durch so Sicherheitsschleusen rein und dann gehst du an deinen Platz und dann drückst du so einen Knopf und dann macht's bzzzt. Ja? Und dann kommt der Nachbar und dann sagst du guten Morgen, dann drückt der auf seinen Knopf, es macht bzzzt. Irgendwann sind dann alle da und dann nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Und so ab 9:30 steigt dann der Lärmpegel. Ja, das ist wie auf eine Steuerzentrale vom Raumschiff Enterprise oder so. Ich weiß, das klingt jetzt total bekloppt, aber man fühlt sich schon, also es ist im Prinzip so die Zutat, um sich so als Master of Universe zu fühlen. Man sitzt in so einem sehr bequemen Sessel, dann hat man da dieses Halbrund von Schirmen, das sind 6 oder 8 Bildschirme, die man da hat und da flimmern lustige Sachen und dann hat man 2 Tastaturen und ein Telefon und eine Maus oder 2 Mäuse und kann dann da so, es ist nichts für jeden, aber also ich fand das ziemlich faszinierend, muss ich sagen.
86 war das Thatcher und Reagan, die haben im Prinzip die ersten Privatisierungswellen losgetreten. Und hier in Deutschland war das ein ganz kuscheliger Kapitalmarkt-Zoo vorher, wo letzten Endes alles durchreguliert war. Dann wurden die Auslandsbanken zugelassen in Deutschland. Ja, und dann kamen diese Menschen aus Amerika, von denen wir anfangs alle glaubten, die könnten über Wasser laufen. Die hatten alle so komische Hosenträger, breit gestreifte Hemden und haben uns mal erklärt, wie die Welt so funktioniert. Das war faszinierend. Man wurde dann auf Seminare geschickt. Da haben die dann erklärt, wie Swaps funktionieren, wie Optionen funktionieren, wie Finanzinnovationen, das war damals so geflügelte Wort, Finanzinnovationen funktionieren. Wir haben an ihren Lippen gehangen und haben gedacht, das sind gottgleiche Wesen, die uns da geschickt werden. Ja, und dann hat man dann angefangen, diese ganzen Instrumente auch in Deutschland zuzulassen, was nicht, also ich sage das nochmal ganz ausdrücklich, was nicht schlecht war, ja, weil das war ein sehr anachronistisches System, das wir hier hatten. Ein sehr abgeschlossenes, mit speziellen regionalen Eigenheiten. Das taugte nicht, um eine Wirtschaft ins 21. Jahrhundert zu begleiten. Man hat im Prinzip die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft auf Augenhöhe gebracht, technisch. Naja, und dann ist halt die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft vorausgelaufen. Das ist die Situation, die wir jetzt heute haben. War die Deregulierung dafür verantwortlich? Nein. War sie Voraussetzung? Ja. Dann bin ich, da war ja damals eine bayerische Bank, dann bin ich wochenlang in die Provinz gefahren. Das ist da die tschechische Grenze, was weiß ich, wo ich überall war. Haben wir dann Vorträge gehalten. Wir haben halt so versucht, dann unsere Produktpalette zu erweitern. Ich glaube, auf Seiten der Empfänger war die Freude über mein Kommen doch relativ verhalten. Man kann sich das vielleicht auch vorstellen, jetzt speziell in dem regionalen Kontext. Das haben wir immer schon so gemacht, gell? Da will man nicht mit solchen neuen Sachen dann irgendwie zu tun kriegen. Und ich habe den Leuten nur immer gesagt, wisst ihr, ihr seid hier weit weg von Frankfurt, ihr seid auch weit weg von London. Das heißt aber nicht, dass hier keiner hinkommt, sondern das heißt nur, dass es länger dauert. Ich war ja zu der Zeit noch keine 30, ja. Es war natürlich eine Sache, wo man sich innerhalb der Bank unheimlich profilieren konnte, schon in jungen Jahren, weil es ein Herrschaftswissen war, dass dann außer, das gab es in der Bank vielleicht 10 oder 15 Leute, die sich mit dem Zeug auskannten, ja. Und wenn man da einer von war, dann spielte auch das Alter keine Rolle mehr. Dann war man halt der Experte und wurde auch als solcher angesehen, egal wie alt oder wie doof man war, ja. Nein, das war eine Möglichkeit, sehr schnell zu großer Berühmtheit zu gelangen, sozusagen, in der Bank, ne? Ja. Das ist dir gelungen? Das müssen andere beurteilen. Das kann ich nicht sagen. Aber du wurdest in jungen Jahren. Ich bin in jungen Jahren sehr schnell befördert worden. Ich habe auch sehr schnell immer mehr Geld verdient, das ist klar. Gab es andere, bei denen das schneller ging? Ja. Gab es viele, bei denen es langsamer ging? Auch ja. Wir waren ja eine ganze Kohorte von Leuten in meiner Altersklasse. Und wir sind durch diese Banken durchgerollt. Es war letzten Endes so, dass viele von den älteren Mitarbeitern halt doch eine Menge Fähigkeiten hatten, aber die hatten keine Lust mehr, sich mit Computern zu beschäftigen. Während ich mich noch erinnern kann, dass wir wirklich nächtelang gesessen haben und haben versucht, irgendwelche Excel-Spreadsheets zu programmieren, irgendwelche Rechenmodelle für irgendwelche Finanzinstrumente, sowas. Ja. Das war eine Industrie, das war wie Bill Gates mit seiner scheiß Garage. Ja. Der 5 Jahre vorher oder 5 Jahre später wird der Mann heute wahrscheinlich irgendwo als Buchhalter arbeiten. Aber der war zur richtigen Zeit in dieser verdammten Garage. Und wir waren halt damals zufällig da, als zufällig auch die Computer kamen. Und wir haben uns zufällig für Computer interessiert und zufällig für Bücher, englische Bücher über Finanztheorie zum Beispiel. Das war im Prinzip wie so eine gigantische Sandkiste, ja. In der man damit sein Förmchen spielte. Wir konnten damals nichts kaputt machen. Ne? Heute kann in der Sandkiste verdammt viel kaputt gehen. Selbst wenn wir gewollt hätten, hätten wir damals nichts kaputt machen können. Wir fanden das klasse. Wir haben irgendwas Neues ausgedacht. Irgendwelche verrückten Produkte. Ich habe mal Ölbonds erfunden. Ne?
wo es keine Zinsen gibt, sondern Heizöl. Die hingen davon ab, oder da war der Ölpreis, ich sag mal irgendeine Zahl, bei $30. Und ich habe da ein richtiges Papier zugeschrieben, alles aufgeschrieben, wie die konstruiert sein müssten und so weiter und ausgestattet und wie man den Hedge macht und so weiter und so weiter. Und dann sagte mein Chef zu mir, was, das können Sie vergessen, das ist so ein Schwachsinn. Da muss ja erstmal Krieg im Irak sein. Und dann muss der Ölpreis ja so exorbitant explodieren, bevor das Zeug jemand kauft. Das war, glaube ich, 4 Tage, bevor der Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Das fand ich dann wieder ganz witzig. Timberwolf after as well. We did trades after that. Yeah, okay. And the trades after. Some you, context. Yeah. Might be helpful. The context, let me tell you, the context is mighty clear. June 22 is the date of this email. Boy, that Timberwolf was one shitty deal. How much of that shitty deal did you sell to your clients after June 22, 2007? Mr. Chairman, I don't know the answer to that, but the price would have reflected levels that they wanted to invest. Oh, of course. But they don't know what it says. You didn't tell them you thought it was a shitty deal. Well, I didn't say that. No. Who did? Your people, internally. You knew it was a shitty deal. Does that bother you at all? You sold a customer something? I don't recall selling hundreds of millions of that deal after that. All right. Let's take a look. Exhibit 166, series of emails. First is June 26, 07. That's after June 22. July 1, 2007. Tells the sales force the top priority is Timberwolf. Your top priority to sell is that shitty deal. Mr. Got it? My comment was I didn't recall the sales. You got it? We were trying to sell. Okay, you're trying to sell a shitty deal, and it's your top priority. Come on, Mr. Sparks. Well, Mr. Chairman. Should Goldman Sachs be trying to sell, and by the way, it sold it, a lot of it, after that date. Should Goldman Sachs be trying to sell a shitty deal? Well, can you answer again, that I didn't one? Use those can words, you answer that one, yes or no? There are prices in the market that people want to invest in things. I didn't use that term with respect to this deal. No, it's your sale. Well, who did use that term? Who's Tom Manta? Who's Daniel Sparks? That's me. Yeah, I know it is. We're going to stay here as long as it takes to get the answers. So there may be a strategy about the refusal to give answers, the long delays in those answers, but it's not going to work. We're going to stay here as long as it takes to get this information before the public. Ich kann Ihnen ein ganz einfaches Beispiel machen, das sind die Zinswetten. Die sind massiv verkauft worden an Gemeinden und an mittelständische Unternehmen. Und das ist eine Wette auf die Veränderung der Zinskurve zwischen Schweizer Franken und Yen. Und das ist ja nun mal eine Position, wo mal eine deutsche Gemeinde gar nichts mehr zu tun hat. Keiner wettet auf irgendwas, was offensichtlich ist. Weil da würde man wahrscheinlich nicht mal einen finden, der mit einem wettet. Aber manchmal geben halt diese Modelle, die die Banken benutzen, Situationen heraus, die sehr ungewöhnlich sind. Im Englischen hat sich für sowas der Ausdruck Black Swan rausgebildet, schwarzer Schwan. Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gleich auf diesem See hier ein schwarzer Schwan vorbeigeschwommen kriegt? Unheimlich gering. Und diese Situationen zu identifizieren, ist mal der erste Schritt. So, jetzt müssen noch ein paar andere Dinge zusammenkommen, um so ein Produkt verkaufen zu können. Man könnte zum Beispiel diese Konstruktion niemals einer Firma verkaufen, wie zum Beispiel Volkswagen oder BMW. Weil die haben dieselben Modelle wie die Banken, würden die Parameter dieser Gleichung eingeben und wären auf derselben Seite wie die Bank.
Das wäre dann unsere Wette, dass die Sonne morgen aufgeht, die wir beide nicht eingehen würden, weil wir beide meinen, dass morgen die Sonne aufgeht. Das heißt, Sie können so ein Produkt nur an einen Kunden verkaufen, dem diese Möglichkeiten nicht offen stehen. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, und das ist eine ganz wichtige Einschränkung, diese Produkte machen für bestimmte Kunden Sinn. Das heißt, es gibt Kunden auf der Welt, die Positionen in ihrer Bilanz haben, die ein Risiko enthalten, das ich mit dieser Konstruktion neutralisieren kann. Das ist halt so, als würden sie auf ihr Haus eine Feuerschutzversicherung abschließen. Und jetzt kommt die spannende Frage, schließe ich auf mein Haus eine Feuerschutzversicherung ab oder schließe ich eine Feuerschutzversicherung auf das Haus meines Nachbarn an? Was ich damit sagen will ist, das Produkt macht nur dann Sinn, wenn es für mich eine entsprechende Gegenposition gibt. Ansonsten ist es Spekulation. Ist den Kunden überhaupt klar, was sie da kaufen? Nein, das ist halt genau die Schweinerei. Ja, das will ich jetzt nicht aufgezeichnet haben, bitte. Im Ernst, ja. Nochmal zurück. Ich wehre mich gegen diese stark simplifizierte Vorstellung, dass da kriminelle Elemente am Werk sind, die sich irgendwelche Dinge überlegen, um andere Leute übers Ohr zu hauen. Wir reden hier nicht über albanische Hütchenspieler, sondern wir reden darüber, dass Produkte existieren, die auf der einen Seite Sinn machen und auf der anderen Seite falsch angewandt Unheil anrichten können. Ich versuche einfach mal diese ganze Sache weiterzuspinnen, um es vielleicht noch deutlicher zu machen, wie solche Mechanismen funktionieren. Ja? Da gibt es diesen einen Kämmerer, der hat dieses Geschäft abgeschlossen. Eine Woche später ist Kämmererkongress in Dortmund. Da treffen die sich. Man sagt, hör mal, ihr seid eigentlich ganz schön bescheuert. Wisst ihr, wie ihr eure Defizite wegkriegt in der Kommunalbilanz? Schweizer Franken gegen Yen. Hab ich gemacht. Liege ich 3 Millionen vorne. So war das ja am Anfang. Liege ich 3 Millionen vorne. Bürgermeister, super. Ja? Dann halten sich ja alle anderen, die um Tisch sitzen, für die letzten Deppen. So, zeitgleich findet eine Bankentagung statt, wo sich Derivatehändler über neue Produkte austauschen. Sagt der eins, hör mal, ich habe der einen Stadt da ein Ding angenagelt. Riesig. 800.000 habe ich gemacht an dem Ding. Ein Trade. Sitzen die Banker da und halten sich auch alle für bescheuert. Muss ich jetzt noch erklären, was passieren wird? Mehr Banken werden das Produkt anbieten, mehr Kämmerer werden das Ding kaufen. Lemminge. Ja? Aber das ist alles menschlich. Das ist nicht Perfidie, das ist nicht Täuschung. Mag es Fälle gegeben haben, wo Täuschung im Spiel war? Ja, natürlich. Dann werden ja auch solche Leute, die so ein Geschäft abgeschlossen haben, die werden dann natürlich auch von der Bank wieder eingeladen, um vor anderen Kunden zu sprechen. Natürlich, klar, das ist miteinander verwoben. Und normal, das ist, würde es heute diese Klagen geben, wenn die Geschichte andersrum ausgegangen wäre und die Gemeinde hätte 30 Millionen eingesackt? Ich habe da meine Zweifel, ja. Diese 10 Jahre bei dieser zweiten Bank, wo ich war, das war eine richtig tolle Zeit. Wir hatten einen eindeutigen Gegner, also ein Konkurrenzinstitut. Und es diente einer Sache, die zwischen uns allen unausgesprochen ganz klar war. Wir wollen ein Geschäft machen, das bisher andere Leute machen, und wir wollen es besser machen. Also man hat jetzt zum Beispiel lange, lange gekämpft, um einen Deal zu bekommen von der Firma Dow Chemical in den USA, um für die eine Anleihe platzieren zu dürfen von 500 Millionen Euro. Mit ihnen zusammen habe natürlich auch die ganze Konkurrenz gekämpft. Keiner weiß, wer gewonnen hat. Dann kriegen sie den Anruf und dann muss das vorbereitet werden, ohne dass es rauskommt. Sie müssen bestimmte Sicherungsoptionen machen, sie müssen ihre Verkäufer informieren, dass bald diese Anleihe zu verkaufen ist. Und dann sitzen sie da und drücken auf den Knopf
Und dann erscheint dieser Deal in diesen ganzen Nachrichtensystemen. Und dann stellen Sie sich vor, wie sich Ihre ganzen Konkurrenten ärgern, wie die zu ihren Chefs gerufen werden. Warum haben wir den Deal nicht bekommen? Und dann kriegen Sie das Gefühl, dass Sie mit diesem Knopfdruck die Weltgeschichte verändert haben. Du hast dann halt ein Angebot von so einer anderen Bank, ja, und da steht dann irgendwie drin, du verdienst dreimal so viel und bist viermal so wichtig und außerdem kannst du deine ganze Familie mitbringen und die mieten dir ein Haus. Das war ja unglaublich, ja. Und dann gehst du zu deinem Chef und sagst, eigentlich gefällt es mir hier ganz gut, aber ich muss Ihnen sagen, ich gehe weg. Und dann wirst du durch die Mangel gedreht und der erklärt dir, was man alles vorhat und da könnte deine Rolle sein. Und plötzlich tun sich in diesem Kontext, in dem man gedacht hat, nichts entwickelt sich, ja, tun sich völlig neue Welten auf. Und dann ist plötzlich dieses Angebot von den anderen gar nicht mehr so attraktiv. Und ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Vorstand speziell im Büro gesessen habe, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Ich habe gesagt, helfen Sie mir, ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe dem das versprochen und ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich dem jetzt Nein sage. Und ich fühle mich genauso schlecht, wenn ich noch schlechter, wenn ich Ihnen jetzt sage, ich gehe. Weißt du, was der gemacht hat? Der hat den Hörer genommen und hat bei der anderen Bank angerufen. Und hat denen gesagt, Jungs, das war's. Lasst den Mann in Ruhe. Dann hat er gesagt, ich soll jetzt nach Hause gehen. Meine Frau, ich hatte damals noch keine Kinder, meine Frau ins Auto packen und wegfahren. Weil die ganze Nacht würde mein Telefon klingeln. Ich habe gedacht, der spinnt, ja. Alle drei Minuten, die ganze Nacht durch. Das war der Headhunter, ne? Der sah seine Fälle wegschwimmen, weil der kriegt natürlich eine relativ hohe Provision, wenn er jemanden mit so einem hohen Gehalt wie mich vorhin vermittelt. Ne? Fast 5 Milliarden Euro hat Kerviel verzockt. Mit 50 Milliarden hatte er teilweise jongliert. Angeblich im Glauben, seine Bank wolle es so von ihm. Die Vorgesetzten haben mich behandelt wie eine Prostituierte, die immer fette Gewinne bringen sollte. Ich musste der Bank jeden Tag mehr Geld beschaffen. Mit dieser Geschichte konnte Jérôme Kerviel seine Richter in Paris so gar nicht überzeugen. Entsprechend hoch heute die Haftstrafe, sein Anwalt ratlos. Die Bank wird geschont, obwohl sie Jérôme Kerviel erst geformt hat, in einem völlig virtuellen System mit maßlosen Finanzprodukten. Solange die Händler Gewinne machen, ist alles gut. Machen sie Verluste, verklagt sie die Bank. Die ist hingegen hoch erfreut über das Urteil. Die Société Générale ist zufrieden, dass ihr der Schadensersatz für ihre finanziellen Verluste zugesprochen wurde. 4,9 Milliarden Euro soll Kerviel zurückzahlen. Wollte er das tun, müsste er bei seinem jetzigen Gehalt als IT-Berater rund 178.000 Jahre arbeiten. Naja, um die Frage zu beantworten, warum das immer Einzelpersonen sind, das hängt mit dem, auch damit zusammen mit dem System. Also ich glaube auch, dass draußen die Leute überschätzen, welche Funktion so ein Händler in diesem Bankensystem spielt. Das ist ja keine Führungskraft. Ja, das ist letzten Endes ein Chefschrauber am Band von Daimler. Ja, natürlich haben die Händler, Juniorhändler, Seniorhändler, unterschiedliche Limits. Das ist völlig klar. Aber mir fällt kein anderer Beruf ein, jetzt spontan, wo man in so einer Position solche Schäden verursachen kann. Das muss man sich vorstellen wie eine auf den Kopf gestellte Pyramide. Die Leute, die richtig Schaden anrichten können, die sitzen unten. Ja, also ich hoffe, man versteht das. Also ich glaube, da ist auch draußen immer die Vorstellung, dass das alles Leute sind, die sind Managing Director oder haben also riesen Titel. Nein, das sind so ein Händler, der wird gut bezahlt, ja. Aber der hat in dem Sinne keine Verantwortung, außer die für seinen begrenzten Bereich.
Das sind keine Manager, das sind ja, Legehennen, wenn ich es böse formulieren müsste. Also es ist völlig normal, dass ein Handelstisch in so einer Bank, ob der jetzt mit Aktien handelt oder mit Derivaten oder festverzinslichen Wertpapieren, so ein Handelstisch mit 3-4 Mitarbeitern, also ich sag mal 3 Leute plus Assistentin, der hat den Umsatz und den Gewinn von einem mittelständischen Betrieb mit 100 Angestellten. Man muss ja auch sich vorstellen, unter welchem Druck die Leute stehen. Also diese Analogie, ich weiß nicht, ob ich mich zu der Formulierung versteigen würde, aber er spricht ja selber davon, dass er behandelt worden ist wie eine Prostituierte und er müsste jedes Jahr mehr Geld reinbringen. Ja, das ist mir aus meiner Praxis auch bekannt. Ja, das gibt immer nur, das wird, also da wird nicht geguckt, ob ein bestimmter Markt irgendwas hergibt oder ob es in diesem Markt Veränderungen gibt, die entweder für eine bestimmte Zeit oder strukturell dafür sorgen, dass in diesem Markt nicht so viel Geld verdient werden kann. Nein, das gibt's nicht. Da wird jedes Jahr 10% mehr. Wie du das machst, ist mir egal. Ja? I don't care how you do it. Das sind Sprüche, die habe ich gehört. Ich habe eine Zahl gelesen in einem Buch, da wird beschrieben, dass vor 20 Jahren die Haltedauer einer Aktie im Durchschnitt 4 Jahre war und heute sind wir bei 22 Sekunden. Ja. Also das ist ja schon an sich, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, eine Aktie ist ja eine Unternehmensbeteiligung. Der Sinn, eine Unternehmensbeteiligung für 22 Sekunden zu behalten, also das kann mir keiner erklären. Man versucht irgendwie immer näher an die Rechner der Börsen ranzukommen. Weil diese, das sind ja nicht mal so Wimpernschläge, das sind ja Atomzerfallszeiten oder sowas zwischen diesen Entfernungen. Weil die schon den Unterschied ausmachen zwischen einem erfolgreichen Deal und dem anderen, der die Informationen später kriegt. Das sind Zeiten, die kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr messen. Aber trotzdem sind diese 500 Meter, die der eine Rechner näher an dem Rechenzentrum der Börse dran steht als der andere, das macht schon den Unterschied. Man muss sich das so vorstellen, dass diese selbstständig handelnden Computersysteme Orders platzieren, Kauf- oder Verkaufsorders, um zu gucken, wie reagiert wird und dann diese Orders ganz schnell wieder rausnehmen. Das heißt, da steht nicht die Absicht hinter, einen Vermögenswert zu handeln, sondern es steht die Absicht dahinter, rauszufinden, wie sich der Markt positioniert hat. Also gibt es mehr Käufer oder Verkäufer oder noch schlimmer, den Markt in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Dadurch, dass diese Volumina so irrsinnig groß sind, reichen ja winzige Preisbewegungen aus, um richtig viel Geld zu verdienen. Ja, also wenn du jetzt mit 100.000 Euro irgendwo anfängst rumzumachen, dann brauchst du ja schon mal 1% Preisbewegung, um 1.000 Euro zu verdienen. Aber wenn du mit Milliarden und Abermilliarden rummachst, dann reicht dir die vierte oder fünfte Stelle hinterm Komma, um einen gewissen Gewinn zu erzielen. Das ist einfach eine Ungleichheit der Waffen. Die spiegelt sich halt auch in diesen Computersystemen wieder. Ein Siemens oder ein Volkswagen, die sind schlauer als die Bank. Das kann man gerade mal lassen. Ja, aber dann geht es halt runter in Richtung Mittelstand, dann geht es in Richtung Kommunalverwaltung und in Richtung Privatkunde. Ja. Das ist ein alter Spruch an der Börse, dass im Prinzip die Privatanleger immer verlieren. Ja. Klar gewinnen die auch mal, aber das ist so wie beim Roulette. Ja? Ein Roulette-Spieler erinnert sich immer an die 8.000 Euro, die er gestern im Casino gewonnen hat. Aber die 5 mal 2.000, die er in der Woche davor verloren hat, die hat er vergessen. Das ist menschlich. Ja? Also dauerhaft risikolos an der Börse Geld zu verdienen, das ist richtig schwierig. Die Zeit der bescheidenen Aktienkurse, Schnee von gestern. Alles zieht und drängt an die Börse. Im vergangenen Jahr wurde wiederum ein Rekordwert erreicht. 194 Unternehmen feierten ihre Börsenpremiere. Er ist nicht so langsam an der Zeit, ihr Depot internetfähig zu machen.
Das sind vor allem Firmen aus dem Internet-, Medien- und Computerbereich. Mehr als 500% legten deren Börsenkurse in der Vergangenheit zu. Der Chef der Mobilcom, Gerhard Schmidt, strahlt. Sein Unternehmen hat den Sprung in den neuen Markt erfolgreich geschafft. Anleger konnten ein Schnäppchen machen, wenn sie die Aktie zum Ausgabepreis bekamen. Der neue Markt ist das Wachstumssegment in Deutschland, dementsprechend auch eines der interessantesten Segmente für einen risikofreudigen Anleger. Michael, wir wollen heute über ein Thema reden. Die Frauen haben es in der Regel am Ringfinger oder um den Hals. Wir Männer eher im Auto. Wir reden über Platin. Platin, sehr schön. Der Platinpreis war doch dieses Jahr recht turbulent unterwegs, muss man sagen. Es ging auf und ab, war ein bisschen Achterbahnfahrtmäßig. Was erwarten Analysten so auf Jahresfrist? Also die konservativen Schätzungen, die gehen so 1.700 Dollar im Durchschnitt im Jahr 2013, 1.800 Dollar im Jahr 2014. Gibt auch positivere, aber das sind so die allgemeinen Konsensschätzungen. Also steigende Preise, jetzt moderat steigende Preise. Ja, das ist moderat steigend. Da ist noch ein bisschen Platz zum aktuellen Kurs. Dementsprechend würdest du uns auch ein Hebelprodukt ans Herz legen und hast da auch schon was ausgesucht. Was für Produkte hast du ausgesucht? Ja, wir haben diesmal einen Wave Unlimited Call. Der hat im Moment eine Barriere ungefähr bei 1.502 Dollar die Unze. Wir sind bei 1.620, wie du sagtest. Genau. Haben also 120 Dollar Platz nach unten. Und ja, wie gesagt, das ist so der Vorteil von dem Produkt, wäre halt, dass die Laufzeit unbegrenzt ist und dass so der Anleger damit ein bisschen Zeit hat, bis das Investment in sich entwickelt. Genau. Das heißt, das ist für den Anleger, der eher eine positive Meinung hat, für den, der eine negative hat, haben wir natürlich auch Wave Unlimited Puts. Mehr dazu gibt es auch auf unserer Webseite www.xmarkets.de. Vielen Dank, Michael. Ein schönes Wochenende. Ich komme jetzt nicht aus einem kosmopolitischen Haushalt und bin dann nach München gekommen mit meinem Koffer im Zug, das weiß ich noch, auf den Bahnhof gekommen. Ich kannte in der Stadt eigentlich keinen. Ich wusste nur, ich müsste am nächsten Tag da meinen Dienst antreten. Ich sprach rudimentär Englisch, so für den Hausgebrauch. Und das war auch meine einzige Fremdsprache. Und ich ging über die Flure und aus dem einen Zimmer kam Spanisch, aus dem anderen Zimmer kam Französisch, aus dem dritten Zimmer kam eine Sprache, die kannte ich nicht. Und ich bin da lang gegangen und habe irgendwie gedacht, da möchtest du gerne dazugehören. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen. Ja? Bücher über Wein, Bücher über Zigarren, Bücher über Kleidung, Bücher über Schuhe. Und irgendwann kriegt man dann ein Gefühl und irgendwann hat man auch einen Gesprächspartner, mit dem man darüber reden kann. Mein Vater ist ein kleiner Heizungsingenieur. Ich habe vom ersten Tag an, als ich anfing zu arbeiten, nach dem Studium, mehr Geld verdient als der am Ende seines Lebens. Vom ersten Tag an. Dann habe ich aus Tokio angerufen oder aus New York und so. Und dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich glaube, die hat gar nicht geglaubt, dass ich da bin. Ja? Du kommst da morgens rein und eigentlich weißt du, was der Tag so mit sich bringt. Und es wird für dich gesorgt. Du hast mit nichts mehr was zu tun. Du fährst direkt von der Straße unten in die Tiefgarage. Ein paar Treppen nach oben bist in deinem Arbeitsplatz. Und du musst dich eigentlich um die Außenwelt nicht so richtig kümmern. Die Kinder gehen in denselben Kindergarten, man macht denselben Urlaub an denselben Orten und fährt nach Gstaad zum Skilaufen oder man fährt auf die Seychellen oder Mauritius. Und dann wird da draus so ein geschlossenes System, in dem man immer weiter sich von der Wirklichkeit entfernt. Zum einen brauche ich die Welt da draußen nicht mehr, in großen Teilen. Und deswegen mache ich mir auch keine Gedanken darüber, ob das, was ich in meinem Job mache, die Deals, die ich abschließe oder die Aktionen, die ich mache, ob die irgendwelche Auswirkungen auf die Welt da draußen haben.
diese Abkopplung von gesellschaftlichen Prozessen, die ist quasi institutionalisiert. Sie können ja bei einem Abendessen überhaupt nicht über Ihren Beruf reden. Wenn mir jemand gesagt hat, ja, wir fahren jetzt mit TUI in Urlaub und ich habe jetzt rausgefunden, bei dem da ist es billiger, nochmal 200 Euro. Das sind Sachen, über die habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wenn Sie 100.000 im Monat verdienen, ist Ihnen das egal. Ja? Also Sie haben quasi keine Interessensbasis mehr mit Ihren Freunden, außer Sie zwingen sich, über andere Sachen zu reden. Aber ein bestimmter Teil Ihres Lebens bleibt ausgespart oder für die anderen uninteressant. Und dann überlegt man halt, ob man eigentlich liebgewonnene Dinge aufgibt für was Unsicheres, was vielleicht besser ist. Und man müsste jetzt eigentlich, wenn man normal funktioniert, müsste man sagen, wenn mein Beruf sowas mit mir macht, dann brauche ich einen neuen Beruf, aber keine neue Familie. Aber in dem Beruf habe ich gedacht, der Beruf ist okay. Ich brauche dazu eine neue Beziehung, wie auch immer man das nennen möchte. Also ich habe große Diskussionen mit meiner Frau gehabt, als unser erstes Kind geboren wurde, weil meine Frau wollte, dass ich Babyurlaub nehme. Was auch bei meinem damaligen Arbeitgeber Anfang der 90er Jahre möglich gewesen wäre. Ich habe immer gesagt, es geht nicht. Meine Frau hat gesagt, du willst nur nicht. Das geht nicht, du willst nur nicht. Es ging nicht. Ja. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Man weiß im Vorhinein, wenn man diesen Beruf ausübt und sich für diesen Beruf entscheidet, dann weiß man im Vorhinein, worauf man sich einlässt. Und da passt Babyurlaub nicht. Ich will nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die das machen, aber ich hätte das nicht gekonnt. Ich hätte auch das Gefühl gehabt, dass ich dann meinen eigenen Ansprüchen, was die berufliche Seite angeht, selber nicht mehr gerecht werde. Völlig abgesehen davon, ob es eine Möglichkeit gegeben hätte, das zu machen oder nicht. Dazu ist dann doch Ich denke, man merkt das manchmal, wenn man mich erzählt, das ist schon ein Virus, der einen packt, ja. Und zu der Zeit, über die wir jetzt reden, da war ich schwerst infiziert. Du hast gesagt, ich habe entschieden. Gab es auch mal ein Wir? Meinst du es jetzt in Bezug auf meine Familie, oder? Ja. Die Situation gab es auch mal. Das war aber weniger ein Wir, sondern meine Frau hat gesagt, wenn du das machst, gehe ich nicht mit. Was war das? Das war eine ähnliche Situation. Da wäre es um einen Auslandsjob gegangen, an einem Ort, wo meine Frau nicht hin wollte. Naja, das ist natürlich auch eine Sache, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, nochmal wieder zurück in diese goldenen Zeiten, die ich gerade so idealisiert habe, die vielleicht gar nicht so die ideal waren. Im Rückblick verklärt sich manches. Da habe ich auch gelitten teilweise. Aber lassen wir es mal einfach so stehen, wie ich es gerade erzählt habe. Das ist natürlich auch so, dass dann, wenn man wichtiger wird sozusagen, dann wird auch zunehmend die Familie in diesen ganzen Kontext eingebunden. Also soweit ich weiß, geht es bei jeder größeren Bank, die was auf sich hält, eine Familienfeier zum Beispiel. Ja, wo Kinder und Ehepartner und alles, was laufen kann, zusammenkommt, um dann in Vorweihnachtszeit irgendwie Zeit miteinander zu verbringen. Ja. Es gibt ja auch, wenn man jetzt in die Straße geht, zum Beispiel hinter der Deutschen Bank, da ist eine Kita, da sind nur Deutsche Bankkinder drin. Ja. Also das ist schon so quasi, die werden schon geformt, da können die gerade laufen. Das war jetzt ein bisschen bös gesagt, aber es gibt dann einen sehr engen Zusammenhalt und ich habe auch dann, Veranstaltungen mit Kunden. Ich war mit meiner Frau auf Opernfestivals in London, nicht als Belohnung für mich oder Belohnung für meine Frau, sondern weil halt das so organisiert war, dass man mit Kunden und ihren Frauen da hinfuhr. Ja. Und das Thema Abwesenheiten?
Naja, das war zu den Hauptzeiten ein großes Thema. Also ich würde mal sagen, so ein Jahr rechnet man mit ungefähr 280 Arbeitstagen. Ich würde mal sagen, die Hälfte davon war ich nicht zu Hause. Kann auch sein, dass mehr. Ich meine, gut, da hatten wir dann halt auch entsprechendes Hilfspersonal zu Hause, damit das nicht alles nur an meiner Frau hängen blieb, ja. Aber es war schon so, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, meine Kinder waren mir fremd. Es ist ja auch immer eine Frage, also die Zeit, die man mit Kindern zubringt, die ist ja nicht, da geht es ja weniger um, also weniger um die reine Menge an Zeit, sondern es gibt ja auch eine gewisse Qualität von Zeit, ne, die man zubringt. Also 6 Stunden sich neben ein kleines Kind zu setzen, das auf einen einredet und immer ja, ja, ja zu sagen, das kann man auch lassen. Ja, aber es ist halt, wie man das macht. Aber dann kommen wir jetzt wieder auf ein Thema, war es ein guter Vater, war es ein schlechter Vater und so weiter. Das sind Dinge, die vermag ich nicht zu beurteilen. Die muss man andere Leute fragen. Ja, also ich kann sagen, was ich mir an mir selber beobachtet habe, wie ich das empfunden habe. Aber ich kann da nicht stellvertretend für andere Leute sprechen. Das geht nicht. Das wäre auch ungerecht. Also die anderen Sachen, auf die du anspielst, da habe ich keine Evidenz, keine Anekdote zu. Wirklich nicht. Machen wir, lass einfach gut sein, es reicht. Ich kann da nicht mehr zu sagen, fertig. Die schwere Finanz- und Währungskrise in Südostasien steht im Mittelpunkt der Konferenz der ASEAN-Staaten. Die Börse in Hongkong erlebte heute den tiefsten Absturz in ihrer Geschichte. Wie Dominosteine kippen die Börsen Asiens. Beispiel Bangkok. Hotels, Bürokomplexe schossen in den vergangenen 10 Jahren nur so in die Höhe. Doch der Bauboom war mit geliehenem Geld finanziert, aus den USA meist und aus Japan. Die Geldgeber wollen nun ihren Einsatz zurück. Ihr Glaube an die Boomregion Südostasien ist dahin. Um 50% ist der Reis innerhalb weniger Tage teurer geworden, das Kochöl um mehr als 100%. Und mit dem Verfall des Geldes folgen die Pleiten, sind Menschen plötzlich ohne Arbeit. In einem Land, in dem schon 40% arbeitslos sind. Der IWF hat sich so massiv wie nie in indonesische Angelegenheiten eingemischt. Direktor Kaum Desu erklärt, es gehe jetzt darum, Vertrauen in die Währung und in die Wirtschaft zurückzugewinnen, indem die Regierung beweist, dass sie die Probleme des Landes erkennt und bereit ist, die notwendigen Maßnahmen für die Lösung zu ergreifen, selbst wenn diese schwierig und schmerzhaft sind. Also damals hat man an diese Sachen von heute überhaupt nicht gedacht. Ja, also Länder haben ja einmal die Möglichkeit, über Instrumente, ähnlich wie die Bundesrepublik, wie Bundesanleihen, Bundesschatzbriefe und ähnliche Dinge, im Inland Geld aufzunehmen. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, der im Ausland Geld aufzunehmen. Es gab damals bestimmte Konstellationen, den sogenannten Euromarkt, wo die Geldaufnahme im Ausland günstiger war, als sich im Inland zu finanzieren. Und dann ist man halt auf diese Schiene ausgewichen. Aber Länder galten da als, also ich hab Portugal oder Schweden, das waren, da hat keiner in irgendeiner Form die Bonität bezweifelt. Und man darf ja nicht vergessen, es war ja die Zeit weit vom Euro. Das heißt, die Länder waren ja letzten Endes in ihrer eigenen Währung unbegrenzt lieferfähig, weil sie konnten drucken, so viel sie wollten. Es gab natürlich Staatskrisen in den 90ern und auch Staatspleiten. Also es gab Südkorea, es gab Argentinien, aber nicht so kernschmelzenartig. Also das waren keine Mahlströme, die den Rest der Welt mit in den Abgrund gezogen haben, weil einfach auch die Globalisierung und die Verflechtung nicht so eng war wie heute.
da hing nicht, also in den 90ern hatte ich irgendwie das Gefühl, da hing nicht alles so zusammen und war überschaubarer. Also was ich sagen will, ist, da gab es dann vier Zahnräder und wenn man da dreht, dann macht unten das andere Rad so. Und das war ganz überschaubar und verständlich, was da passieren würde, wenn man das macht. Und heute sind es halt 7500 Zahnräder und du weißt nicht, was passiert, wenn du da drehst, ob dann eins runterfällt. Also es ist eine völlig andere Nummer gewesen damals. Also wenn ich zum Beispiel überlege, mit wie vielen Rechtsanwälten ich zu tun hatte in 90er Jahren und wie viele ich bei meinen letzten Aktionen gebraucht habe, da ist es mal Faktor 10. Ja? Worauf ich hinaus will, ist, dass die Bedeutung für potenzielle Schäden und Kosten aus schwebenden Rechtsstreiten, die wird ja immer größer. Und ich glaube einfach, dass wenn man ständig die Renditeerwartungen erhöht und erhöht und erhöht, dass dann automatisch eine Verschiebung des gesamten Geschäftes nicht in die Illegalität, sondern in Richtung Illegalität stattfindet. Also man guckt mal, kann man das vielleicht noch machen und dann schreibt man noch eine kleine Klausel da rein, dann geht das vielleicht noch und so weiter. Und das ist einfach so, dass dann, wenn man jetzt ganz viele Geschäfte macht und dieses ganze Geschäftsmodell verschiebt sich in Richtung Illegalität, dann fallen halt ein paar Geschäfte über die Klippe. Das ist was, wo Leute auch häufig eine sehr naive Vorstellung von haben. Also ich konstruiere mal einen Fall, also eine Bank, das ist ja auch in Deutschland passiert, eine Bank gerät in eine Liquiditätskrise und wird dann von einer anderen Bank übernommen. Und dann haben die Leute so die Vorstellung, ja, die gehen jetzt da rein und wickeln da die Geschäfte ab. So einfach ist es nicht, sondern man muss sich einfach vorstellen, ich mache einen Schrank auf und in dem Schrank sind 5000 Aktenordner. Jeder von den 5000 Aktenordnern hat 1000 Seiten. So, und jetzt habe ich dieses eine spezifische Geschäft, das ist vielleicht der dritte Aktenordner von oben links, das will ich auf jeden Fall loswerden. Da ist auch eine gute Zeit für, um dieses Geschäft loszuwerden. Ich weiß aber nicht, ob in dem zweiten Aktenordner, der unten links am Ende steht, drin steht, dass ich dieses Geschäft zwischen Januar und März nicht machen darf oder so. Also was ich damit sagen will, ist, es kann sein, dass diese ganzen Verträge untereinander aufeinander verweisen. Und das muss man sich jetzt mal einfach als Permutation, als Möglichkeiten vorstellen, die einfach existieren, mathematisch. Das steigt ja ins Exponentielle. Und worauf ich hinaus will, ist, ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kann mir einen Rechtsanwalt suchen oder Rechtsanwälte, eine große Kanzlei, die diese ganzen Verträge für mich liest. Dann kriege ich von denen ein rechtliches Gutachten nach ungefähr 3 oder 4 Jahren. Wenn die 5 Millionen Seiten durchgearbeitet haben und ich meine paar Millionen Gebühren dafür bezahlt habe, kriege ich ein Gutachten, da steht dann drin, wahrscheinlich ist es so, aber ohne unsere Haftung. Das Zweite, was ich machen kann, ist es selber lesen. Da fehlt mir im Zweifel der Sachverstand. Und das Dritte, was ich machen kann, ist eine Entscheidung in Unsicherheit treffen. Und das ist das, was passiert. Und da gibt es auch nichts, das ist nicht, also man liest dann häufig so dumme Bank oder blödes Geschäft oder wie kann man so bescheuert sein, steht oft in Medien, also etwas anders formuliert. Aber es ist einfach so, dass die über solche Geschäfte Sicherheit zu erlangen, ist schier unmöglich. Ist schier unmöglich. Das heißt, ich muss mich auf einen Punkt zurückziehen, wo ich sage, ich treffe jetzt eine Entscheidung in Unsicherheit und gucke, was die Konsequenzen sind und versuche dann, wenn was schief geht, die entsprechenden Dinge, die ich da ausgelöst habe, wieder einzufangen. Ich behaupte mal einfach ganz ungeschützt, es gibt niemanden, der die Rechnungslegung der Deutschen Bank versteht. Ja, natürlich gibt es eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die Rechnungslegung der Deutschen Bank versteht. Aber es gibt keine Einzelperson, die die Rechnungslegung der Deutschen Bank versteht. Die gibt es nicht, das ist zu komplex. Ja? Und deswegen ist das für mich diese Transparenzfrage. Ich verlange eine Transparenz über etwas, wo ich keine Transparenz drüber verlangen kann. Ja, das ist wie die Frage nach der Existenz des Gottesteilchens oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ja? Und genauso weiß ich nicht, wo eigentlich die bis in die letzte Verästelung hinein, wie diese Industrie funktioniert. Das weiß niemand. Thank you.
die Banken haben für alles Mögliche einen Plan B. Also wenn auf Frankfurt eine Atombombe fällt, dann hat jeder von denen einen Plan in der Schublade, was sie dann machen müssen. Dann weiß jeder, wo er hinlaufen muss, wer nach Hause darf und so weiter und so weiter. Ja? Aber für diese Finanzkrisen gibt es keinen Plan B. Also man sieht hier in dem Geschäftsbericht von der UBS einen Punkt zum Thema Rückstellung und Eventualverpflichtungen. Das sind in der Formulierung von der UBS. UBS nimmt für Verfahren Rückstellung, also Gerichtsverfahren, Rückstellungen vor, wenn die Geschäftsleitung nach erfolgter rechtlicher Beratung zur Auffassung gelangt, dass der Bestand einer Zahlungsverpflichtung wahrscheinlich ist und die Höhe der Zahlung zuverlässig abgeschätzt werden kann. Und dann gibt es jetzt hier für jede von diesen ganzen Dingen hier gibt es also diese Erklärungen. Ja, da gibt es ein Verfahren über Gemeindeanleihen. Dann haben wir hier die Lehman Principal Protection Notes. Das sind schlicht und einfach Wertpapiere, die von Lehman ausgegeben worden sind. Die hat die UBS an Leute verkauft und wird jetzt offensichtlich verklagt, dass sie das verkauft hat und nicht hätte machen dürfen. Dann haben wir Klagen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Residential Mortgage-Backed Securities und Hypotheken. Das ist ein großer Posten. Das sind die Hypotheken in den USA, die sogenannten Schrotthypotheken, die verkauft worden sind. Dann geht es um Offenlegungspflichten. Dann gibt es ja den Bernard Madoff, einen verurteilten Anlagebetrüger, mit dem die UBS wohl auch zusammen war. Transaktionen mit der Stadt Mailand und Einheiten des öffentlichen Sektors Italien. Da hatten wir schon diese die Kommunalswaps sind das, ne? Also die Zinswetten von Kommunen. Dann haben wir die HSH-Bank in Hamburg und Hannover, die gegen UBS klagt, weil sie was verkauft hat, was sie nicht hätte kaufen sollen. Dann gibt es hier die kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, Puerto Rico. Ja, dann ist hier ein ganzes Kapitel LIBOR. Das ist ja ein Kapitel, das gerade abgeschlossen worden ist seitens der UBS durch eine nicht unbeträchtliche Zahlung. Welche Höhe war das? Wie viel war das, circa? 1,5 Milliarden Dollar. So, die Größenordnung. Das Interessante ist halt, dass solche Sachen nie auf ein Institut begrenzt sind. Also es würde mich sehr, sehr wundern, wenn irgendwo, sagen wir mal, irgendein Skandal in Bezug auf ein Produkt hochpoppt und das würde keinen anderen betreffen. Das wäre sehr merkwürdig. Dazu ist die Branche zu stark vernetzt. Also ich kann mich an ein Produkt erinnern. Ich will das jetzt nicht näher erläutern, weil es erstens irrelevant ist und zweitens zu kompliziert. Aber ich kann mich an einen meiner Arbeitgeber erinnern, da machten rund um uns rum, machten Banken so ein neues Produkt. Und dieses Produkt, da waren wir uns eigentlich mit ein paar Leuten einig, die davon was verstanden. Das war komplett schwachsinnig. Also hat extreme Risiken gehabt. Sehr wenig Ertrag, hoher Aufwand zu produzieren, also wirklich alles, was man nicht braucht. Und wir sind dann letzten Endes doch als Letzte auf diesen Wagen aufgesprungen, weil irgendeiner von den obersten Bossen hatte in der Zeitung gelesen, da machen die das und die machen das und die machen die, wieso machen wir das nicht? Ja, und dann setzt so eine kollektive Panik ein, um dann quasi so mit einem Rad durch die Kurve so ein Produkt auf die Straße zu stellen, statt zu sagen, lass die anderen machen. Wir sind der Meinung, und wir verstehen mehr davon als die anderen, das war in dem Fall so, das kann nicht funktionieren. Ja, und was jetzt passiert, das hat also 4-5 Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln. Also ich rede über 2004, glaube ich, war so die Phase, als dieses Produkt kreiert wurde. Und jetzt so nach 4, 5, 6 Jahren explodieren die Dinger. Wir haben hier die beiden echten Bad Banks. Das ist die Gesellschaft für Wertmanagement und die erste Abwicklungsanstalt. Hypo Real Estate und WestLB. Hier haben wir die Restructuring Unit der Commerzbank, die, soweit ich weiß, on-balance ist. Die Euro-Hypo existiert noch als normale Bank. Das ist jetzt nicht notwendigerweise eine apostrophierte Bad Bank.
Und die HSH Nordbank ist, ist eine Landesbank, die offensichtlich auch irgendwo on balance 58 Milliarden als notleihende Kredite oder Abwicklungskredite gekennzeichnet hat. Die interessante Frage wird dann, wo der Verlust anfällt. Aber wenn ich mir das jetzt da angucke, also die Commerzbank und die Eurohypo kann man quasi zusammenrechnen. Staatsbeteiligung 25%. Hypo Real Estate 100%. Erste Abwicklungsanstalt 100%. HSH 100%. Also die einzigen, die eventuell bluten müssen, sind die 75% Restaktionäre der Commerzbank über den Staat hinaus. Ansonsten sind die Steuerzahler mit dabei. Wie würde ich das meinen Kindern erklären? Das ist, wie wenn man einen faulen Apfel aus dem Obstkorb nimmt. Ja, der faule Apfel ist dann zwar immer noch da und dann kann man halt gucken, ob man den halb durchschneidet und noch essen kann oder ob der ganz vergammelt, sozusagen. Ich meine, ich verstehe, warum das so sein muss, aber wie schnell diese Entscheidungsprozesse funktionieren, dass man über ein paar hundert Millionen in der Kultur sich jahrelang streitet, aber für eine Bankenrettung mal eben 100 oder 200 Milliarden über ein Wochenende, das geht. Das ist schon irgendwie faszinierend. Der Druck auf Angela Merkel wächst. Griechenland braucht wohl noch mehr Geld. Wenn dieser Gipfel nichts Ordentliches gegen die Schuldenkrise zustande bringt, dann wird die ganze Eurozone herabgestuft, so die Drohung des Ratingriesen Standard & Poor's. Auf so unverblümte Weise ist Politikern von der Finanzwelt wohl noch nie die Pistole auf die Brust gesetzt worden. Griechenland ging es ja darum, dass auf keinen Fall ein Bankrott von Griechenland eintreten durfte. Darum ging es ja. Und jetzt gibt es halt bei den griechischen Anleihen zwei verschiedene Systeme. Es gibt einmal Anleihen nach internationalem, meist englischem Recht, und es gibt Anleihen nach griechischem Recht. Der Unterschied ist der, dass bei diesem griechischen Recht kann der Staat letzten Endes bestimmen, ihr kriegt nicht mehr für 10.000 Euro 10.000 Euro wieder, sondern nur noch 4.000. Das ist ja auch so passiert. Und nach englischem Recht ist es so, dass es eine Gläubigerversammlung geben muss. Und die beschließt darüber, ob dieser Vergleich angenommen wird oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt als Hedgefonds hergehe und kaufe von einer 100-Millionen-Anleihe 75 Millionen zum Beispiel, dann habe ich eine qualifizierte Mehrheit für die Abstimmung. Und dann kann ich den Griechen sagen, wisst ihr was? Entweder ihr gebt uns die Kohle, oder wir lassen das Ding hops gehen und dann seid ihr technisch im Bankrott. Aber so operieren die. Also die versuchen letzten Endes dir so viel Ärger zu machen. Die versuchen mit allen Mitteln ihre Rechtsansprüche durchzusetzen, bis du irgendwann sagst, weißt du, wegen scheiß 20 Millionen, diese Zecke im Pelz, ja. Und dann zahlt man und dann haben die gewonnen. Das ist ein Geschäftsmodell gewesen mit den Griechenanleihen. Es gab gezielte Aufkäufe in diesen Anleihen nach internationalem Recht. Da musst du halt gucken, da gibt's halt eine Liste mit, ich sag mal, ich habe keine Ahnung, wie viele Anleihen die Griechen draußen haben. 500, 700.000, keine Ahnung. Aber da kannst du halt über eine Datenbank raussuchen, welche sind nach englischem Recht und welche sind nach griechischem Recht. Griechischem Recht schmeißt du weg. So. Dann hast du vielleicht 50 oder 70 oder 100 nach englischem Recht. Und dann gehst du her und guckst und sagst, wie viel Geld habe ich? Wie stehen die? Ja, du brauchst ja, wenn du jetzt überlegst, wenn die Dinger bei sagen wir mal 30% stehen, ja, statt 100,
und du willst von 100 Millionen 75 Millionen kaufen, also die Stimmen, du brauchst ja 75% der Stimmrechte, ja, dann hast du nur noch von 30 Millionen 75%, das heißt, du kaufst für 28 Millionen deine Stimmrechte für eine 100 Millionen Anleihe. Das ist dann letzten Endes auch dein Gewinn. Also du zahlst 28 Millionen, zwingst den Staat 100 Millionen auszuzahlen. Das lohnt schon mal, ja. So macht man das. Das war ein ganz normales Geschäftsmodell. Das hat nicht nur eine Firma gemacht. Ja. Das sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Man fängt halt mit dem kleinsten Land an, Griechenland. Und da sieht man dann halt, wie die Einheit EU reagiert. Und man schafft ein gewisses, wie soll ich sagen, man knackst das Eis ein bisschen an sozusagen. Und dann nimmt man sich das nächstgrößere Land, in dem Fall Portugal. Und dann kriegt das Eis schon wieder mehr Risse. Es gibt ja Leute, die Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Das ist ein gigantisches Gewinnpotenzial, was da drin steckt. Ja? Und da gibt es auch sicherlich Leute, die ein politisches Interesse daran haben, dass der Euro zerbricht. Und das würde man so machen, dass man im Prinzip die, ja, mir fällt jetzt ein schlechtes Beispiel ein, aber wie gesagt, dass man sich die schwächste Stelle sucht, da anknackst und dann quasi das Ganze nach außen aufbricht. Ich war jetzt gerade in Spanien. Das ist schon echt bitter. Echt bitter. Die Leute sind wirklich verzweifelt. Man sieht, wie das Angebot im Supermarkt zurückgeht und dass bestimmte Sachen nicht mehr passieren. Also wenn man zum Beispiel irgendwie eine bestimmte Menge an Baumaterial bestellt, seien es Fliesen oder irgendwelche Mauersteine oder sowas, die werden nicht mehr geliefert, weil einfach von A nach B fährt kein Lastwagen für eine kleine Kiste Fliesen und mehr wird dann nicht bestellt. Das klingt jetzt alles komisch, aber das ist wirklich ein langsames Zerbröseln der gesamten gesellschaftlichen Infrastruktur. Weil keine Kaufkraft mehr da ist. Wenn keine Kaufkraft mehr da ist, wird nicht mehr gehandelt. Wenn nicht mehr gehandelt wird, findet weniger Verkehr statt. Das ist wie so ein Domino, diese Dominosteine, die umfallen. Und wenn man da regelmäßig hinfährt, was ich tue, dann merkt man einfach jedes Mal so ein bisschen mehr, wie das Land zerbröselt. Und die Leute sich versuchen, irgendwelche Subsistenzexistenzen aufzubauen. Und da, wo sie früher Blümchen im Garten hatten, da sind plötzlich irgendwelche Kartoffeln oder sowas. Das ist schon merkspürbar. Bei den Staaten muss man genau sehen, wo hat eigentlich dieses Verschuldungsproblem seinen Ursprung? Die gesamte Immobilienkrise, die eigentlich Spanien Abgrund gerissen hat, über das Bankensystem multipliziert, also verstärkt, ist ja eine Krise der Verschuldung der privaten Haushalte. Das ist ja keine Krise der Verschuldung der Staatshaushalte. Was Ähnliches steht uns jetzt in Holland bevor, wo eine ähnliche Situation ist, über die allerdings keiner gerne spricht. Das muss man sich mal vorstellen. Holland hat, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, 120% des Bruttosozialprodukts als Verschuldung im Immobiliensektor. Nur Immobilien, das ist Privatverschuldung. Also die Staatsverschuldung, die interessiert eigentlich gar keinen. Weil alleine die Privatverschuldung überschreitet schon die Grenze, die man normalerweise für Staatsschulden als angemessen ansieht. Wenn plötzlich 30% der niederländischen Bevölkerung ihre Schulden nicht mehr bezahlen können auf ihre Häuser, halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass der Gerichtsvollzieher kommt und setzt sie auf die Straße. Also da wird dann irgendwie eine Lösung gefunden werden, so wie man in Spanien jetzt anfängt, mit diesen Zwangsräumungen zurückzugehen und aufzupassen, dass das nicht ausufert, weil das einfach linke Tasche, rechte Tasche ist. Du hast die Leute direkt quasi in den Sozialkassen. Und da kann ja auch keiner Interesse dran haben. Was muss man erwarten als nächstes? Frankreich. Frankreich. Das ist einfach wirtschaftlich ein wirkliches Problem, was die da haben. Und die Strukturreformen, die nötig sind, werden nicht angegangen. Stattdessen macht man, ich bin jetzt kein Feind von Steuern, aber man macht da eine völlig wilde Steuerpolitik. Also ich glaube, Frankreich wird zu einem Problem.
Und dann? Aber es ist einfach, dann ist vorbei. Dann ist raus. Dann Game over. Deswegen versucht man ja so verzweifelt bei Spanien und Italien Flöcke einzuziehen. Das ist ja eine Kette, die sich ergeben hat. Ne? Über Griechenland, Portugal, Spanien, Italien. Das ist immer das nächstgrößere Land. Dann Frankreich. Das ist, wenn Frankreich in so eine Situation kommt, dann sind das Beträge, die EZB, die kann keiner mehr schultern hier. Das kann man knicken. Da muss man sich was einfallen lassen. Das fliegt uns irgendwann um die Ohren. Und entweder fliegt es uns finanztechnisch um die Ohren oder gesellschaftspolitisch um die Ohren. Aber dass das ein gutes Ende kriegt, das glaube ich keine Sekunde. Ich bin entlassen worden letzten Endes, ja. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo im Prinzip alle, die um mich rum waren, die werden langsam ausgefaced. Ne? Also bis zur Rente arbeitet da kein Mensch. Das ist auch so, dass die Unternehmen dann in der Regel eine wirklich freundliche Regelung haben. Keine Boni, aber dein Gehalt kriegst du noch 5 Jahre. Du ziehst einen Altersschnitt hier nach unten. 53, 54, 55. Das war's dann. Das findet ständig statt. Ja, Leute gehen weg, weil sie einen besseren Job haben. Leute fliegen raus, weil sie irgendeinen Scheiß gebaut haben. Das ist eine andere Sache, wenn so Wellen rollen. Also wenn jetzt irgendwie gesagt worden ist, das passiert ja gern so gegen Ende des Jahres, dann wird gesagt, so, wir bauen jetzt mal hier schön 4.000 Stellen ab, davon 800 da und da. Und dann weißt du ungefähr, wie viele Leute da sitzen, welcher Bereich betroffen ist. Und dann ist das so ein bisschen so wie so eine Frontkampagne im Ersten Weltkrieg, ne? So, wer sitzt noch im Schützengraben? Da gibt es Leute, die sich wirklich dann auch ganz bewusst wegducken. Ja? Die sitzen plötzlich woanders, wo man sie gar nicht mehr sehen kann. In so einer Ecke, so ein bisschen albern. Aber dann ist es schon so, dass man irgendwie im Prinzip so überlegt, wann bin ich denn dran? Ne? So, das ist eine durchaus präsente Angst. Das war früher nicht so. Da sind auch Leute rausgeflogen und dann wurden auch Leute eingestellt und so. Aber dieses Nahkriegserlebnis, würde ich es mal nennen. Das gab es in der Form nicht. Aber das ist natürlich, wird natürlich auch zu einem Management-Instrument, ne? Weil dadurch ein Druck erzeugt wird. Ne? Ich hatte mal einen Chef, der war Kolumbianer, der hat gesagt, bei mir in der Abteilung jedes Jahr 10% der Leute raus. Dann weißt du genau, du hast maximal 10 Jahre. Stört dich das, dass wir da jetzt drüber sprechen, oder? Nee, ich weiß nur nicht, warum du immer versuchst, noch mehr rauszukriegen. Ich erzähle das so, wie ich das kann. Und es gibt da nicht mehr Details drüber zu reden. Also es ist, ich habe gesagt, es tut weh, klar, tut weh, logisch. Ja, und der Prozess, der läuft halt so ab, wie er abläuft. Also es wird eine Familie geschaffen, die dich einnimmt und reinzieht. Und die Art und Weise, wie du aber hinten aus der Familie ausgeschieden wird, passt gar nicht dazu, zu diesem Familiengedanke, was ja am Anfang irgendwie als Spiegel oder als Option dargestellt wird. Und ich, ja, das ist richtig. Das heißt, die Familie hat ja nie existiert. Nö. Du hast Zeit deines Lebens an eine Familie geglaubt, die dich am Schluss durch die Hintertür rausschmeißt. Ja, aber ich hatte vorhin den Vergleich zwischen Söldner und Sterben fürs Vaterland. Da ist halt für jeden was dabei. Ich muss das Gefühl haben, geliebt zu werden von so einer Institution, soweit das möglich ist.
ja, und gewertschätzt zu werden. Und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn dir quasi auf diese Art der Teppich unter dem Boden weggezogen wird. Ja, dem Söldner, um bei dem Beispiel zu bleiben, dem tut das nicht weh. Ja, dem ist es Chile egal. Also ich würde das fast als normalen Zyklus bezeichnen. Das ist halt am Anfang eine Euphorie, dann wird man wie von dieser Welle weggespült und dann schwimmst du und schwimmst und schwimmst. Und irgendwann kommt der Kater. Ja, und dann habe ich halt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um wieder einen neuen Job zu kriegen, der so ähnlich ist oder besser wie der, den ich hatte. Und da muss ich im Nachhinein sagen, aber das sage ich heute, das war genau der entscheidende Schritt zu viel. Also das war eine Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich habe eigentlich meine Würde verloren. Das hätte nicht sein müssen. Also man braucht sehr, sehr lange, um, sagen wir mal, einen unverstellten Blick auf das Ganze zu werfen. Und bei den meisten Leuten, auch bei denen, die ihren Job verlieren zum Beispiel, steht eigentlich an oberster Stelle, wie kriege ich jetzt denselben Job so schnell wie möglich wieder? Und nicht die Frage, gibt es ein Lebensmodell, das ich mir eigentlich immer schon erträumt habe, und jetzt habe ich eine Chance, das mal auszuprobieren, sondern es ist eigentlich dieses innerhalb der gewohnten Bahnen weiterzumachen. Und das ist natürlich ein Problem in einer Industrie, die so stark schrumpft, in speziellen Bereichen wie jetzt die Finanzindustrie. Ich glaube, da werden noch viele geistig stark deformierten Leute irgendwie auf der Strecke bleiben, ja, weil die mit der eigenverantwortlichen Gestaltung außerhalb dieses Systems überfordert sind. Ja. Woran liegt es, dass man den Banken nicht mehr vertraut? Manche Banken sagen, das liegt an den Krisen. Andere an den Börsen. Wir haben etwas getan, was für uns bisher vielleicht nicht typisch war. Wir haben die Gründe bei uns gesucht und uns gefragt, braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht? Oder brauchen wir eine Bank, die endlich Schluss macht mit neuen Spekulationen auf Grundnahrungsmittel? Eine Bank, die erneuerbare Energien für die Zukunft finanziert? Eine Bank, die auch kleinen und mittleren Unternehmen Kredite gibt? Eine Bank, die ihre Berater nicht belohnt, wenn sie möglichst viele Verträge verkaufen, sondern erst dann, wenn ihre Kunden zufrieden sind. Vor uns liegt ein langer Weg, aber auch der beginnt mit dem ersten Schritt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sich in diesem System von innen irgendwas tut. Alle starren wie gebannt auf die Politik und auf die Regulatoren und sagen, sagt uns doch, was wir machen sollen. Eigentlich weiß jeder genau, was von dir erwartet wird. Aber sie machen es nicht. Stattdessen werden Anzeigen geschaltet, wo halt drin steht, wir haben verstanden oder irgendwelche riesen Corporate Identity Broschüren und Corporate Responsibility Broschüren gemacht. Ja, das ist auch sowas, was man beobachtet. Ich habe mich ja mit Philanthropie beschäftigt und da ist Corporate Social Responsibility ist ein wichtiger Teil davon. Also quasi die Spenden und sozialen Aktionen, die Unternehmen machen. Ja, und was ich beobachten kann, und da haut es jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Leute vom Schlitten, die das besser wissen als ich, aber je größer die Scheiße ist, desto dicker sind die Corporate Social Responsibility Broschüren. Ja? Ich finde gut, dass Aktionen ergriffen werden. Ich halte die ganzen Dinge, die getan worden sind, auch im Rahmen der Entscheidungsfindung in der Politik für sinnvoll. Ich bin nur der festen Überzeugung, sie werden nicht ihr Ziel erreichen. Sie werden nicht ihr Ziel erreichen.
Also ein Gesetz ist in 6 Monaten gemacht. Und 150 Milliarden für eine Bankenrettung sind in 6 Monaten verabschiedet. Aber das Denken in den Köpfen der Leute, das ja auch wieder eine Reflexion einer gesellschaftlichen Situation ist, das zu ändern, das ist ein Dekadenprojekt. Das langt kein Politiker an. Auch selbst wenn man anguckt, welche Semantik heute benutzt wird, die Märkte. Es gibt nicht die Märkte. Wir tun so, als wäre das irgendeine gotthafte Kraft, die über uns hereinbricht. Die Bank oder die Firma hat entschieden. Nein, da entscheiden Menschen. Und wenn man den Menschen sagt, hör damit auf, dann hören die damit auf. Das muss man nur in der richtigen Art tun. Und wenn zum Beispiel ein Chef von einer großen Investmentbank morgen eine E-Mail rausschickt, wo drin steht, jeder Händler, der noch Shorts hat in Spanien, Portugal, egal was, also gegen diese Staaten spekuliert, der fliegt am nächsten Tag raus, dann ist sofort Schluss damit. Da müssen natürlich auch noch andere Beteiligte mitmachen, nicht Banken und so weiter. Aber wenn der Wille dazu da wäre, dann wäre das so, als würde man einen Wasserhahn zudrehen. Und warum passiert es nicht? Weil niemals einer mit irgendwas anfängt. Braucht es einen Bruch? Ja, mit Sicherheit braucht es den. Aber da braucht es ja entweder einen externen Schock, also sprich politische Eingriffe oder noch eine Krise. Ja. Oder es braucht irgendeinen Radikalinski, der in der Lage ist, mit einem neuen Geschäftsmodell überzeugend darzustellen, das funzt, das funktioniert. Ja. Aber der Schock war doch groß genug gerade. Nein. Nein. Also das kann nur Naivlinge glauben, dass der Markt lernfähig ist. Wir hatten das Thema, können Banken lernen? Das ist eine Frage kollektives versus individuelles Lernen, aber die Antwort ist nein. Nein, Märkte lernen auch nicht. Investoren lernen auch nicht. Die springen in genau denselben Abgrund, in dem sie vor 2 Jahren schon mal gesprungen sind oder geschubst worden sind. Da springen sie heute mit Freude rein. Da kann man viele Beispiele machen, bis zurück in die 30er Jahre. Das ist... Nee, da glaube ich nicht dran. Also auf die Frage, war der Schock groß genug? Klar, war ein großer Schock. Let's get on with it.